Servus Markus. Hallo Thierry. Schön, dass ich dich besuchen darf. Du hast zwar noch nicht auf dein Museum, geht erst, glaube ich, so ab Ostern geht es wieder los, oder? Ab 9. April, wenn die Bayern praktisch die Osterferien beginnen. Am 9. April ist Startschuss. Ja, das gehen wir davor aus. Ja. Ich bin jetzt da, aber ich schon gehört, ihr habt wieder was Neues. Da stehen wir jetzt auch gerade mal davor, eine komplett neue Ausstellung, ein neues Haus. Was erwartet denn die Gäste vom Wasmeyer Museum? Das ist das einzige Gute in der Pandemiezeit, dass wir viel Zeit gehabt haben, was vorzubereiten, was sonst baulicher Seite immer schwieriger gegangen ist. Das, wo wir uns jetzt da herin befinden, ist eine alte Winterstumpf. Da haben wir ein Interreg-Projekt mit Österreich zusammen, mit Scharnitz, und zwar die Wege des Holzes. Okay. Das Holz und die Flüsse, wie es transportiert worden, für was es ist und vor allen Dingen, was die damals geleistet haben, überhaupt mit Handkraft da Wälder und dann die schweren Bäume da runter zu kriegen, sei es über den Fluss oder im Winter. Also da gibt es irre Geschichten und es ist echt wahnsinnig interessant. Ja. Mir hat der erste Eindruck schon mal sehr imposant, was da ist. Wir haben heute gerade einen größeren digitalen Stammtisch gehabt mit vielen Busunternehmern. Da ist das Thema Nachhaltigkeit einfach mal richtig groß aufgenommen worden. Der Bus ist das nachhaltigste Fahrzeug im Tourismus, was man bewegen kann. Dein Museum passt doch eigentlich zu 100% dazu. Also von denen her natürlich sicher, Busse sind uns immer willkommen, weil es vor allen Dingen ja dann mehrere Leute mit einem Fahrzeug kommen. Wir haben aber das Glück auch, und das sind wenig Freilichtmuseen, dass wir sogar einen eigenen Bahnhof vor der Haustür haben. Das ist ja auch natürlich ganz was Besonderes, also nachhaltig in dem Sinne von der Anreise her. Und dann generell erzählen ja diese Gebäude, die wo ich da transferiert habe, das sind ja eigentlich die nur nachhaltig gebaut worden sind. Das heißt, die Baustoffe, die sind ja unmittelbar neben dem Haus ja gefunden worden oder geschlagen worden. Also das Holz, die Steine sind aus dem Bach rausgeholt worden. Also das waren kurze Wege, weil man muss sich ja mal vorstellen, früher hat man ja keinen Lastwagen gehabt oder keine Bagger oder wie auch immer. Also hat man die kurzen Wege gesucht. Also da war nachhaltig ja ganz groß angeschrieben. Gell? Und natürlich auch dann mit allen anderen, der Baustoff Holz natürlich, also da fügt sich alles ineinander ein. Und die haben das schon zur damaligen Zeit, schon Nachhaltigkeit weitaus mehr gelebt für mich jetzt. Für mich halt, gell, ja. Deine Veranstaltungen im Jahr, die wir alle schon kennen, den größeren, bist das schon an der Planung? Wird das ein oder andere auch wieder so sein, dass man sagt, das kennen dein Weihnachtsmarkt, Weihnachtsdorf, das schon, aber davor im Sommer haben wir ja, glaube ich, das Steinwerfen, den Wettbewerb. Also die Highland Games, genau. Wir haben eigentlich ziemlich alle Veranstaltungen drin lassen, die wo wir über die Jahre ja schon so Traditionsveranstaltungen waren, wie auch Christi Himmelfahrt mit dem Surfenkistlrennen bei Vatertag, dass die Väter mit den Kindern dann selber was einmal Gescheites machen können oder Maibaum aufstellen und so eine Sache, Kirchtag natürlich auch, unser Kinderkulturherbst ist natürlich auch wieder da. Dieses Jahr haben wir auch wieder unsere Kelten, die kommen wieder. Okay. Die schlagen da praktisch ein ganzes Lager auf und die haben praktisch Besuchern erzählen, wie die Kelten damals ihr Handwerk und der Handel eigentlich funktioniert hat. Saugut. Dann sind unsere Zeitreisenden, die sind Ende Oktober, die fügen praktisch von der Römerzeit bis später praktisch auch diese Zeiten, wo Handwerk halt hauptsächlich ist und vor allen Dingen Kinder können sehr viel basteln und selber ausprobieren. Und das geht dann bis zum Kinderkulturherbst, wo wir ja dann mit ganz vielen Kinderspielen arbeiten. Dann geht es weiter dann natürlich bis zum Weihnachtsmarkt. Also da haben wir viel vor wieder und ich hoffe, dass das auch alles funktioniert und da freuen wir uns natürlich neidisch drauf. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine erfolgreiche Saison. 2022 wird ein Bombenjahr. Mit der neuen Ausstellung, mit dem neuen Gebäude wird es noch interessanter bei euch. Und was ich noch vergessen habe, eine Bienenausstellung haben wir, ganz eine große. Okay. Und zwar Bienenhaltung im Wandel der Zeit und vor allen Dingen mit Wildbienen dann, mit Stereoskope und Filme und gläserner Bienenstock. Also da ist auch noch sehr viel geboten. Okay, gibt es einen Honig dann? Da gibt es natürlich dann einen Honig. Und Bier gibt es sowieso frisch immer bei uns. Ja, ich freue mich, wünsche euch eine gute Saison, super Jahr. Und wir werden alles einstellen, auch die Veranstaltungen, die bei euch stattfinden, werden wir auch mitteilen, dass ja recht viel Leute auch kommen. Ja. Zum nachhaltigsten Museum mit dem nachhaltigsten Fahrzeug. Gerne. Danke. Willkommen, wenn es kommt. Ja. Servus, Peter.